Ja, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir gehen jetzt in den Innenhof und schließen uns Hauptmann Bernhards Truppe an, ne? Wo ist er denn? Wusste nicht, dass Bernhard Verwandte hat. Er ist ja nicht vom Himmel gefallen. Jeder hat Verwandte. Ja, aber dass er adlige Verwandte hat. Die haben sogar eine Burg. Das haben sie wohl. Herr Hanno schickt mich, Hauptmann. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut. Sitz auf, Junge. Dann reiten wir los. Herr Hans, wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Vergiss es, Bernhard. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Hanusch will, dass ich diese Sache kläre. Und das werde ich auch. Ja, aber du machst Blödsinn. Ja. Ich weiß, was du meintest, Hauptmann. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Ja. Dass er mit mir und mit Lothar von Oleschna verwandt ist? So in der Art. Wir haben denselben Urgroßvater, Urban, Baron von Oleschna. Ja. Wolflin gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... Sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Camberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Ja. Das hörte ich auch, aber... Nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Cambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst. Aber ich weiß es von meinem Großvater. Und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Ja. Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Ja. Hambergsippe reden hören. Nun gut. Zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Camberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter. Ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten Angst vor Flüchen. Ich Ja. verstehe sie. Wie kommt's? Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Ja. Eine Kriegsverletzung? Nein. Er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie Ja. doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam Fünflinge. Stell dir das vor, 5 Kinder in einer einzigen Nacht. Jesus Christus! Ja! Und das ist noch nicht alles. 4 überlebten die Nacht nicht. Nur das 5. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen. Und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssaat eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar! Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Ja. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht 7 Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran. Und das ist er anscheinend immer noch. Ja. Allerdings. Vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen. Und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann, die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen, um ihm die letzte Ölung zu gewähren. Aber Ja. auch weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte. Ja. Manche behaupteten, er war auch tot. Aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus! Wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten meiner Armen. Wie verfahren wir bloß mit einem solchen Monster? Oh! Beten. Vitus und Cyril. Ich hatte sie als Späher entsandt. Dafür werden sie bezahlen. Das werden sie.
Los, Männer, wir schlagen unser Lager auf. Hamlin, nimm 2 Männer und komm später hierher zurück. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Raben. Ja, Hauptmann. Ach, da hängen sie. Ja, und jetzt? Mach mal Platz, lass mal den Dicken da durch. Ja! Ich dachte, du willst hier dein Lager aufschlagen, Hauptmann Bernhard. Oder ist das Robert? Nee, ist Bernhard. Himmel, Herrgott, wohin alles in der Welt haben die sich denn versteckt? Mittler in der Pampa. Ja. Erzählt da nichts mehr, der Hauptmann Robert, oder? Ja. Ah, ich hätte auch gleich hierher reiten können. Ah, okay. Hier war ich doch schon mal, ne? Ja. Nix, hier gibt's Happa. Gott schütze dich, Heinrich. Na klar, dich auch. Gott sei mit dir. Na, probier's. Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Ist das nicht gefährlich? So gefährlich, wie hier im Lager herumzusitzen. Ja, du hast sicher recht, Herr. Wo liegen die überfallenen Höfe? Einer liegt den Hügel hinauf bei Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Hauptmann, warum greift Wolflin sein eigen Fleisch und Blut an? Man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Aber ist das so? Sieh doch unseren König und Sigismund an. Was ist der Grund für deinen Zwist mit Wolflin? Es gibt keinen bestimmten. Er ist ein Raubein, ein Verräter und ein Bandit. Kein Wunder. Die ganze Kamberg-Sippe ist verflucht. Wie seid ihr verwandt? Milota, Wolflin und ich haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Was meinst du mit verflucht? Wie gesagt, Wolflins Großvater heiratete Gräfin Barbora von Haugwitz. Sie wollte kein Kind von ihm und ging daher zu einer Engelmacherin. Aber anstatt das Ungeborene loszuwerden, bekam sie gleich 5. Was, etwa gleichzeitig? Alle in einer Nacht. Aber nur eines erlebte den Morgen. Wilhelm, der Jüngste. Sein Gesicht war entstellt. Man sagte, dass die Hexe die Gräfin täuschte und der Teufel selbst ihr seinen Samen einpflanzte. Okay. Und du glaubst die Geschichte? Hängt vom Standpunkt ab. Wilhelm war kein schlechter Mensch, solange er klar denken konnte. Aber er war furchtbar entstellt. Der Gedanke daran lässt mich noch heute erschaudern. Und Wolflin? Man sagt, er starb in Schlesien und tauchte dann plötzlich wieder auf. Manche behaupten gar, man kann ihn überhaupt nicht töten. Kann man dann gleich bekreuzigen, gell? Ja. Okay. Gut, aber erstmal, Cheffe, lege ich mich mal hin und penne eine Runde. So, dann sind nämlich alle wach. Mir geht es gut, Hans. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe gegessen, ich habe geschlafen.
Und dann werde ich den Job übernehmen oder erledigen, den du hättest machen sollen. Gott im Himmel, hier ist es warm. Puh. Aber keine Angst, ich werde mich darum kümmern. Hoho, hoho, hoho. Gott sei mit dir, Heinrich. Danke, danke. So, der eine Hof ist gleich hier oben und der andere Hof ist da hinten. Da reiten wir doch erstmal zu dem im Norden. Ja. Es wird jetzt auch keiner kommen, der mich überfallen möchte. Ich meine, die letzten zwei waren ja gar nicht so schlecht gerüstet, aber da müsste ich das Zeug auch mal verkaufen. Bei mir gefällt meine Rüstung so weit bisher ganz gut. Kann nicht klagen. Auch das Schwert ist nicht das Schlechteste. Ich sollte nur öfters mal treffen mit den Hieben. Aber Stiche sind auch ganz gut. Hallo, ich bin Heinrich und du bist Dorfbewohner. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Freund. Dein Hof wurde überfallen, oder nicht? Nein, ich hörte, es gab Überfälle in der Gegend, aber nicht hier. Etwas stimmt hier nicht. Der Hauptmann schickte mich genau hierher. Der Hauptmann muss einen Fehler gemacht haben. So wird's wohl sein. Gott behüte dich. Hä? Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen sie aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, könnte helfen. Was willst du wissen? Wie viele waren es? 2 oder 3. Ich bin noch ganz durcheinander. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Was haben sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich ihnen auch gesagt, als sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, sie kamen her? Du hast ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder. Hä? Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Das ist merkwürdig. Da, das krieg ich hin. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir nicht alles sagst. Nein, es ist nur das... Alles ist so schnell passiert. Ich bin durcheinander. Ich bin derjenige, der durcheinander ist. Lass mich eins klarstellen. Herr Wolflin, Baron von Camberg, führt diese Banditen an. Er ist kein gewöhnlicher Gesetzloser. Wenn wir ihn nicht schnappen, bricht die Hölle los. Also rede endlich, egal was hier vorgefallen ist. Herrgott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Weil du was verschweigst. Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Warum? Warum hilfst du Halsabschneidern? Sie verhielten sich nicht aggressiv und ich dachte, ich halte sie lieber bei Laune. Wenigstens ließen sie mir ein paar Äpfel da. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Oh, einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier. Ich verstehe. Sie haben dich bedroht. Nicht wirklich. Das mussten sie gar nicht. Aber wenn sie euch entkommen, werden sie zurückkehren und mir was antun. Keine Sorge.
Wir kümmern uns um sie. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Auf Wiedersehen. Okay, das war gut. Weiter gehe ich nicht. Wenn sie mich sehen, bin ich erledigt. Das Lager liegt in dieser Richtung. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich bete dafür. Ja, was soll ich denn jetzt hier? Ich habe sie wohl gefunden. Ich sollte zu Hauptmann Bernhard zurückkehren. Ja gut, woher soll ich denn jetzt wissen, dass ich kehre zu Hauptmann Bernhard zurück? Sind gar nicht so weit von uns weg, ne? Ja! Hatte ich also den richtigen Riecher, ne? So ein bisschen. Ja! Ach stimmt, der wird ja nicht so schnell müde, der kann ja länger... Aha! Hab ja gar nicht mehr Pebbles, aber jetzt schleib mir. Okay, und dann schauen wir mal, was wir jetzt mit denen machen, ne? Ah, ein kleines Stückchen, das ist schon. Hallo, Hauptmann. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Es waren nicht mehr als fünf. Nicht mehr als fünf. Nicht mehr als fünf? Dann muss er gegen Milota einige Männer verloren haben. Nun, bringen wir es zu Ende. Wolflin von Kamberg wird noch heute in Ratai hängen. Sollten wir nicht besser mit ihm verhandeln, Herr? Mit Banditen verhandeln? Du bist wohl verrückt geworden. Herr Hanusch will, dass unnötiges Blutvergießen vermieden wird. Was willst du damit sagen? Ich könnte mit Wolflin verhandeln. Selbst wenn nichts dabei rauskommt, kann ich zumindest einen Blick auf ihr Lager werfen. Ein wenig Spionage kann sicher nicht schaden. Und Wolflin ist ein eingebildeter Gag. Er wird dich anhören. Und wenn es nur ist, um mir zu sagen, dass ich zur Hölle fahren soll. Ich gebe dir eine Livree mit meinem Wappen, damit er weiß, dass ich dich schicke. Und du musst unbewaffnet gehen. Danke, Hauptmann. Ich tue mein Bestes. Das hoffe ich. Und komm ja in einem Stück wieder. Ich will Herrn Ratzig nicht sagen müssen, dass ich seinen Günstling ans Messer geliefert habe. Zieh dir Kleidung mit Bernhards Wappen und geh unbewaffnet. Okay. Mach's gut. Okay. Wo ist das Ding? Hab ich nicht. Hab ich nicht. Oh.
Himmel, Herrgott, du weißt gar nicht, wie mich das jetzt nervt. Dass ich da jetzt unbewaffnet hin muss. Ja. Aber es tut mir nicht alles. Um unnötiges Blutvergehen zu gießen zu vermeiden. Aber es ist ein grüner Wappenrock, den könnte ich eigentlich anlassen. Ich glaube, ich muss ihn mir noch mal genauer beaugapfeln, was das da für einer ist. Warte mal, machen wir kurz. Es sind zwei Fische. Ja. Ja. Warum? Ja. Ich meine, vom Sternzeichen wird's passen, aber. Who's the Frack? Madame? Who the Frack are you? Ja. Kann ich mit dir reden? Hey du, was willst du hier? Ich bin Hauptmann Bernhards Bote und soll verhandeln. Ich kann dir nicht trauen. Aber ich bin unbewaffnet. Das ist wahr. Und du trägst Herrn Bernhards Farben. Ich schätze, ich kann dich zu Herrn Wolflin bringen. Aber versuch ja keine Dummheiten, verstanden? Na, will du hast ich mein tun. Wort. Metallschuhe an. Meucheln? Nein. Oh, er hat doch mehr. Oder meines Großvaters ist beim Baden im Teich ersoffen. Seitdem wasche ich mich nur noch, wenn es regnet. Du kannst dich vor den Weibern sicher kaum retten. Ja, die wissen. Wen haben wir denn da? Wie heißt du, Junge? Heinrich. Ich bin ein Bote von. Ich weiß, von meinem geliebten Vetter Herrn Bernhard von Oleschna. Und wie lautet deine Botschaft? Wie lautet deine? Wir bieten dir freies Geleit von diesem Land, wenn du alles zurücklässt, was du Herrn Hanusch gestohlen hast. Welch großzügiges Angebot. Aber. Warum sollte ich akzeptieren? Weißt du denn nicht, was hier schon eine ganze Weile los ist? Sollte ich? Banditen sind im ganzen Land unterwegs. Kürzlich überfielen ein paar ein nahes Gestüt und die Anwohner haben langsam genug. Mag sein, aber damit habe ich nichts zu tun. Sag das den Leuten. Auf dem Weg hierher hat der Hauptmann im halben Land Männer rekrutiert. Er will an dir ein Exempel statuieren. Bernhard hat also das halbe Land rekrutiert, um uns wie Ungeziefer einfach zu zerquetschen. Und nun bittet er uns freies Geleit, weil er so unendlich gütig ist? Ein schönes Märchen. Er will unnötiges Blutvergießen vermeiden. Spar dir deine Lügen, Heinrich. So leichtgläubig bin ich nicht. Wir sind fertig. Schick ihn nur her. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war es besser. Ich bin so hungrig. Ich könnte meine Schuhe fressen. Hab ich noch einen. Wenn ich noch so einen. Was bringt der? Tatsächlich habe ich so einen. Ding nicht mehr. Ja, aber das sind halt mehr als nur fünf. Und einem Schwein hervorgekrochen kommt. Komm schon. Ich hack dich in Stücke. Ja, lasst mich jetzt bitte. Schlagt Alarm. Seid vorsichtig. Alarm. Ja.
Okay, verhandeln wir aber nichts. Hi, Burschen. Müssen wir schon wieder ein Banditenlager stürmen, aber das waren doch mehr als fünf. Ja gut, ich habe keinen Trank dabei, dann hätte ich jetzt erst nach Skalitz zurück müssen und einen Trank besorgen und... So, dann ist mal die Waffen wieder rein. Ernsthaft, verfolgt ihr mich jetzt, Jungs? Ja, super, hallo. Aber die Quest ist nicht fehlgeschlagen. Hallo. Ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, warum es nicht weitergeht. Ist das der richtige Weg? Ja, wäre sogar der richtige Weg. Ja. Du kannst mir doch nicht einfach vom Pferd ziehen! Du Aff! Ja!
fertig. Hast du nicht drauf? Mehr muss ich nicht drauf haben. Ja. Ja. Okay, ich hab den jetzt getötet. So, und jetzt habe ich bestimmt die Quest kaputt gemacht. Weil ich den Typen getötet habe. Was hatte denn der dabei? Das war nichts. Hä? Backenhaube mit Klappvisier. Ja, nö. Bundhaube, ja, nö. Oh. Ach, die sind bloß... haben mehr Rüstung als meine. Gut. Hm? Vernietete Armschienen? Nice. Mhm. Kann ich meine grüne Kugelbinde anziehen? Das bringt weniger Armrüstung als das. Okay. Ich meine nicht, dass ich mich jetzt da großartig beschweren würde, dass der jetzt... Reiterkürass ist schlechter als meins. Pilgerschuhe... Panzerhandschuhe, Nackenschutz. Okay. Ja. Ja, aber dann. Ja gut, ich habe jetzt nur den getötet, ne? Hauptmann Rubar. Ich bin jetzt selber hochgradig verwirrt, aber. Bernard. Wolfin ist bereits tot. Wirklich? Woher weißt du das? Ganz einfach. Ich habe ihn getötet. Aber was ist passiert? Nun, ich dachte, wenn Wolfin tot ist, löst sich seine Bande auf. Also tötete ich ihn. Jesus Christus! Bist du wahnsinnig, Heinrich? Warst du allein dort? Ja. Ja. Ich sollte hingehen und mich selbst davon überzeugen. Du reitest nach Ratai und meldest es Herrn Hanusch. Er wird es kaum glauben. Ja, Hauptmann. Alles Gute. Aber jetzt will ich nochmal dahin zurückreiten. Vielleicht hat er sein Schwert, obwohl sein Schwert brauche ich jetzt auch nicht mehr. Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reitest. Ja, aber... Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Mach's gut. Das ist verwirrend. Ernsthaft.
Ja, dann reiten wir jetzt nach Ratai. Ja. Der lange, harte Weg nach Ratai. Gut, liebe Leute, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und ich sage Tschüss. Bis dann.